Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine ganze Reihe an Anträgen heute vorliegen. Erlauben Sie mir, zum Antrag der FDP und auch zu denen der Grünen Stellung zu nehmen. Wir machen Vorschläge, wie es vorangeht mit dem hochautomatisierten autonomen Fahren. Minister Scheuer hat ja hier Vorschläge angekündigt im Koalitionsvertrag, die leider nicht kommen. Also man merkt, er ist ein bisschen gelähmt wegen der Pkw-Maut-Debatte. Auf der anderen Seite haben wir eine Reihe an Vorschlägen aus dem Raum der Grünen, überschrieben mit dem Wort der Verkehrswende. Wende heißt ja umdrehen, nach hinten. Es geht da immer um Verbote, bürokratisieren, reglementieren, verteuern. Und lieber Kollege Özdemir, Sie haben ja zu Recht gesagt, das ist auch wirklich ein Problem, dass wir eine aufgeheizte Debatte haben. Das liegt aber auch an manchem Beitrag der Grünen. Also zum Beispiel das SUV-Verbot nach einem tragischen Unfall, das halte ich doch für schwierig. Auch der ständige Vergleich von Autos mit Waffen, das finde ich so nicht in Ordnung. Es sind übrigens vor allem Senioren, die gerne SUVs nutzen. Und gerade dann, wenn es so einen Unfall gibt, sollte man das nicht instrumentalisieren für einen solchen Fall. In unserem Antrag zum autonomen Fahren zeigen wir auf, was getan werden muss auf nationaler, europäischer und UNECE-Ebene, um eben nach vorne zu kommen im Bereich der Verkehrssicherheit, der Innovation, damit wir hier wirklich Innovationsführer bleiben in Deutschland. Das ist wirklich wichtig, auch für den Automobilstandort. Deswegen diese Vorschläge, die, glaube ich, gut und richtig sind, die eben das Gegenteil dessen sind, was die Anträge der Grünen vorlegen. Wir haben Vertrauen in Fortschritt, in Innovation, in den mündigen Bürger. Und das ist eben das Gegenteil der ständigen Bürokratisierung und Bevormundung und Tempolimits. Sie haben kein Vertrauen in den mündigen Bürger. Das ist der Unterschied. Und ich glaube, Sie haben auch die aktuelle Gesetzeslage nicht auf dem Schirm, weil der Paragraph 6 des Straßenverkehrsgesetzes sagt ja, wir haben eine situative Richtgeschwindigkeit. Das heißt, man muss angepasst an die Verkehrslage und an die Wetterlage fahren. Also bei schlechtem Wetter und dichtem Verkehr ist es nicht erlaubt, schneller als 130 zu fahren. Man ist bei Unfällen automatisch in der Mithaftung. Und deswegen ist doch ganz klar, dass diese Gesetzeslage gut und richtig ist. Und das zeigt uns ja auch der Blick auf die Zahlen. Die Zahlen sind doch ganz eindeutig. Das Problem, das wir haben, das sind die Landstraßen, eben nicht die Bundesstraßen, die mit Abstand die sichersten Straßen in Deutschland sind, auch im europäischen Vergleich. Und wenn Sie den Vergleich mit anderen Ländern immer wählen, naja, also bei der Energie- und Klimapolitik, es steigt kein anderes Land weltweit zeitgleich aus Kohle und Kernkraft aus. Insofern hinkt der Vergleich, vor allem weil in europäischen Nachbarländern mit Tempolimit ist, weit weniger Verkehrstote gibt als in Deutschland. Also das Problem sind die Landstraßen. Die deutschen Autobahnen sind so sicher wie alle, sicherer als alle anderen im Rest von Europa. Deswegen sind Sie da am Thema vorbei. Das sind die Fakten. Die Zahlen gehen zum Glück weiter runter. Wir können auch gern darüber reden, situativ weiter dort, wo es Probleme gibt, Geschwindigkeit zu begrenzen. Das Problem ist, Sie reden immer nicht nur hier von Verboten, SUV, Tempolimit, Benziner soll verboten werden, der Diesel, der Nachtflug, der Billigflug, die Kurzstrecke soll verboten werden, die Gasheizung, die Ölheizung, die Plastiktüte, der Luftballon, die Energy Drinks, also alles soll verteuert werden, das Reisen, die Mobilität, das Fliegen, der Strom, das Fleisch. Wenn es wirklich um die Wissenschaft geht, dann müssten Sie ja beim Thema Globuli vielleicht eine andere Meinung, eine weniger esoterische einnehmen. Auch beim Thema Gen und Atom sind die Grünen ja auch nicht gerade die Spitze der Aufklärung. Also insofern ist es noch mal ganz klar, wir müssen auf technische Innovation setzen, Vertrauen in den Bürger haben und nicht immer von einer Wende nach hinten. Das bringt uns nämlich nicht nach vorne. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort nun die Kollegin Sabine Leidig.